über deine Philosophie besser als dieser Satz. Das ist ja, wie kann man das vergleichen? So, dann aber meine ich auch die fraglos selbstverständliche Einstellung zur Sicht der Philosophie schon als Ancillarer Theologie. Ancilla war übrigens lange Jahre der Name für das Fest Maria Verkündigung. Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Darum war das so eine Abkürzung für dieses Fest Ancilla. Einfach so gesagt. Das ist ja das Fest, mit dem das Leben Jesu beginnt. Nicht zu Weihnachten. Dienstmagd genannt zu werden, erfahren wir offenbar als Demütigung. Jedenfalls Philosophen. Mathematiker stört es ja weniger, dass die Physiker sie als Hilfswissenschaft benutzen. Aber die Philosophen regen sich da scheinbar sogar auf. Im vierbändigen Lexikon Religion, eines auch von mir geschätzten Verlages, findet sich von der Hand des Hauptherausgebers ein 11-Zeilen-Artikel zu Demut, wozu ich wenigstens den Anfang zitiere. Der war drauf und dran, den Nachfolger von der auf dem Koordinator stehen zu werden. Er schreibt, mit der Geste des sich kleiner Machens, also den Kopf zu beugen, die Augen niederzuschlagen, verstummen oder gar die Füße zu küssen, bestätigt ein Mensch seinem Gegenüber, dass dieser größer ist oder erlaubt ihm, ihn auf die Dauer zu beherrschen. Und dann die ersten 3 Zeilen von 11 in einem vierbändigen Lexikon zum Thema Im Griechischen wie Lateinisch hat Demut in der Tat einen weniger schönen Namen. Tapainos, das heißt niedrig gelegen, sodann gering und schlecht. Humilis heißt ehrlich, kleinmütig, gemäßer, eigentlich eher submissus, also untergeordnet. Das deutsche Wort, diomorte, das heißt wörtlich Dienstgewilltheit und Dienstgesinntsein. Mut, Gemüt, gewollt sein, zu dienen. Simone Weil schreibt, im Bereich der Vernunfteinsicht ist die Tugend der Demut nichts anderes als das Vermögen der Aufmerksamkeit. Eben wenn ich das erkennen will, was ist, sondern erkennen, was er will, hat er auch nichts erkannt. Und nicht vorenthalten möchte ich Ihnen auch ein Notat aus dem Nachlass von Romano Guardini über die 3 Demutsstufen, weil ich darauf nochmal zurückkommen werde. Das ist der erste Eintrag in diesem nach seinem Tod veröffentlichten Niederschriften. Und da schreibt er, die erste Stufe der Demut ist die Bescheidenheit, welche sagt, andere sind auch noch da und sind vielleicht besser als ich. Wozu noch der Geschmack kommt, der es dumm findet, sich immer vorne hinzustellen. Und jetzt stehe ich auch hier vor. Die zweite Stufe ist das Stehen in der Wahrheit, über welche die eigene Person sich selbst vergisst. So, jetzt hat er die dritte Stufe. Ist die Liebe, die jene heilige Bewegung mitvollzieht, in welcher der große Gott sich ins Kleine hinabgeworfen hat. Doch zurück zum Dienst und zum Dienst der Theologie. Schritt 2, Dienst der Denkaufgabe. Historisch ist dieser zwar nicht ganz unbestritten, aber im Ernst meine ich unbestreitbar, um gleich einen Hochpunkt zu nennen. Klang ja in der Relation schon an, die Denkaufgabe, die der Philosophie die christlichen Bemühungen um den Personenbegriff gestellt haben. Natürlich gab es das Wort vorher schon. Deswegen hat es wenig Sinn, mit der Etymologie was anzufangen, weil es das Wort ja früher schon mal gab und dann sowieso was anderes bedeutete. Wenn ich was Neues sehe, muss ich entweder einen ganz neuen Begriff bilden, wie Brubbelbum oder so, oder ich muss ein Wort nehmen, was schon da ist. Dann hilft es aber nichts, sich das zu erklären, indem man in die Etymologie guckt. Ob nun per se una oder durchgeblasen oder sonst wie, das kann man dann wirklich lassen. Also diese Aufnahme, wo diese grundgesetzliche Unantastbarkeit hier hineingehört und wenn die nicht mehr seinshaft metaphysisch gilt, sondern nur noch ethisch imperativisch, dann ist die Frage, was dann daraus wird und dann entlarvt sie sich heute als Illusion, so wird dann dort gesagt. Illusion Menschenwürde, das schreiben heute philosophische Kollegen. Dass man das sieht. Und die Praxisfolgen zeigen sich ja besonders drastisch heute im Blick auf Lebensanfang und Lebensende. Ich merke das vor allen Dingen auch, wenn ich mit Schülern zu arbeiten habe, und das mache ich regelmäßig, gerade zum Thema Personenwürde, wo selbstverständlich in großen Teilen gesagt wird, das kann ja nicht von Anfang an sein. Es kann doch nicht eine Mola, eine Kugel, eine Person sein. Es war damals ein Bundesrichter, der gesagt hat, ein Embryo oder ein Präembryo, wie man dann nochmal zu unterscheiden gesagt hat, statt einfach zu sagen, ein Bruder oder Schwester von uns,
habe ja nur ein himmelmäßiges Aussehen. Ich habe meinen Studenten gesagt, wenn man von genügender Höhe auf den Herrn Bundesrichter hinguckt, sieht der auch nur noch himmelähnlich aus. Deswegen darf man dann trotzdem keine Bombe auf den Kopf werfen. Das kann es nicht sein. Also, dass man, wie sieht das hier auch, wo gehört das hin? Das geht nicht. Und bis heute ist das eine Frage, die Einmaligkeit, die Substantialität, die Selbstzwecklichkeit eines jeden Selbst vor aller Leistung und trotz aller Schuld, dass jedem Menschen prinzipielle Achtung gebührt, auch dem scheußlichsten Kinderschänder, auch dem Henker von Auschwitz. Wir sagen, dass niemals jemand bloß als Mittel gebraucht werden darf. Gebraucht werden zwar sollen wir schon durchaus, umso wichtiger das kantische bloß. Ein bisschen nehmen wir uns alle als Mittel, aber nicht bloß. Das ist der entscheidende Punkt, um den es hier geht. Es sei sogar angesprochen, dass diese Aufgabe meines Erachtens bislang mitnichten getan und erfüllt ist. Nicht ohne eine kritische Anfrage an Thomas von Aquin selbst, als Theologen wie Philosophen, nämlich an seinen Umgang mit der berühmten Personendefinition durch Boethius. Die lautet ja rationalis natura individua substantia, also eine Einzelsubstanz vernünftiger Natur. Und das stammt aus einer Schrift für die Trinitätslehre, man fasst sie an den Kopf. Denn wie soll ich das brauchen können in der Trinitätslehre, weil dann ja wir bei einem Tritheismus ankämen, dann wären ja drei Individuen. Aber Gott ist natürlich ein Individuum und drei Wehrs. Dass das nochmal problematisch ist, letztlich aber, wie es gehört, ein Geheimnis, mit dem man daheim sein kann. Und natürlich begreift man es deswegen nicht, weil es uns umgreift. Also das, Thomas will also jetzt den retten und formuliert dann wenigstens für Gott, dass in Gott die Personen subsistente Relationen sind, also in sich stehende Beziehungen. Also nicht, dass der Vater erstmal da ist und dann hat er noch Beziehungen zu Sohn und Geist, sondern er ist nichts anderes als Bezug auf, subsistierender Bezug. Warum hat er das nicht auch für uns Menschen angewandt? Warum bleiben wir immer noch dabei, beim Personenbegriff zu denken, da ist erstmal sowas wie ein Klotz oder Klötzchen und dann haben wir hinterher dann mehr oder weniger Beziehungen noch. Wo bleibt, mit Rana gesagt, dieses transzendentale Essat, dass wir wesentlich, substanziell, prinzipiell im Kern unserer Person auf Gott gerichtet sind und auf den anderen Menschen? Das ist nicht ein Akzidenz, das dazu kommt. Akzidenz heißt Zustand, Eigenschaft, Prädikat. Nein, es macht unsere Wesentlichkeit aus, dieses Esseart, das Sein zu. Und zwar eben nochmals gesagt, sowohl auf den Schöpfer wie auf die Mitmenschen. Berühmt und beliebt sind ja die Verse aus der 17. Meditation von John Donne: No man is an island, entire of itself. Zwar ist sein geografisches Bild mit ihm glücklich, weil der Einzelne hier nur als a piece of a continent vorkommt, a part of the main. Das ist natürlich zu wenig. Denn wir sind nicht Teile, sondern Teilhaber. Teile haben nicht Teil. Wir sind Teilhaber. Aber, und auch deswegen bleibt im allgemeinen Bewusstsein die Selbstzwecklichkeit bestehen und ist zentral. Jahrhundertelang hat die Philosophie, da rede ich jetzt noch von Philosophie, hat die nachgedacht über Subjekt-Objekt und immer das Ich im Mittelpunkt. Außer in der Ethik, da ging es natürlich anders, aber die Ethik kommt ja erst hinterher. Zuerst machen die alle Theorie und so darum und dann kommt am Schluss nochmal die Ethik und da sieht es dann anders aus, aber bis man das merkt, wenn so jemand wie Levinas sagt, ich fange mit der Ethik an, dann sieht es anders aus. Aber so war es vorher nicht. Und auch der Freund hieß ja noch von der Antike her immer das andere Ich. Von du ist nicht die Rede. Von der Mitmenschlichkeit wird erst geredet seit Johann Gottlieb Fichte und Ludwig Feuerbach. Also Ende des 19. Jahrhunderts, da kommt das Ich-Du hinein. Oder noch schärfer formuliert, das Wir. Aber schon das Wort Wir. Da sind wir alle so beeindruckt, oder die Mehrzahl von uns nehme ich an, von den Grammatikern, und die erklären uns, Wir ist der Plural von Ich. Nein, der Plural von Ich heißt Ich. Kann man der Fichte lesen. Wir ist ein Wort für die erste und zweite Person, nicht der Plural von der ersten. Das müsste man doch bedenken. Nicht, dass das ganz woanders hingehört. Hat erst angefangen mit den Dialogikern zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Weiter waren die noch nicht gekommen. Und ich meine, man muss noch einen Schritt weiter gehen. Ich behaupte sogar, dass das Ich überhaupt als ein Du anfängt. Da sind wir im Deutschen jetzt weniger gut dran als andere. Also die Franzosen sagen, c'est moi. Und ich kann natürlich gepflegt im Englisch, sage ich also I, aber sonst heißt es that's me. Das heißt, auch wo die erste Person vorkommt, kommt sie nicht vor im Nominativ. Im Nominativ stehe ich in der Mitte wie der Sonnenkönig. Was Fernes ist kleiner als Großes, was Nahes ist Großes als Kleines, was ich nicht sehe, ist überhaupt nicht da. Das kann es doch nicht sein. Wir haben angefangen als ein Du. Wir schlugen die Augen auf und jemand sagt hoffentlich, you are welcome. Und das